Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist es schon wieder Dienstag, deshalb gibt es heute ein neues Video und zwar Teil Nummer 5 unserer Koch-Challenge vom Julian und von mir. Und heute geht es darum, warum man vegetarisch nicht unbedingt genug ist, wenn man tierlieb sein möchte. Warum ich trotzdem oft vegetarisch esse, also nicht oft, aber ab und zu. Dann geht es darum, warum die Krankheit, die ich habe, das Beste ist, was mir je passiert ist. Und wie ich dadurch gesund geworden bin. Und dann hatten wir noch eine kleine Panne beim Kochen. Es gibt ein Fazit. Und ja, ich würde sagen, schauen wir es uns einfach an und schauen wir mal. Es ist schon insofern verrückt, ja. Und vegetarisch ist, wenn man sagt, okay, man soll, es sollen keine Tiere sterben, wenn ich mich ernähre, dann ist das heutzutage auch nicht mehr. Weil, dass man die Milch von einer Kuh bekommt, hat man drei, eine Herde mit 30 Kühen. Mhm. Weil die geben man die Milch, wenn sie Kinder haben, also wenn sie Kinder haben. Ja, ja. Und durch den Ding hat eine Kuh 30 Kühe. Folgendes Szenario. Du hast jetzt richtigen Kohldampf. Du bist unterwegs, sondern bist beim Einkaufen irgendwo und dann gibt es den tollen Dönerspieß und du willst dann Döner. Dann gibt es den vegetarischen Döner. Was machst du in der Situation? Nimmst du dann den? Ja. Also du bist jetzt nicht so, dass du sagst, ich muss mir jetzt so lange was suchen, bis es Veggie ist. Kommt auf Situation an, aber... Okay. Wenn es vegetarisch ist, dann ist es vegetarisch. Also, das ist jetzt... Kann man bei dir in deinem Fall sagen, dass das Leben nach der Krankheit gesünder geworden ist? Auf jeden Fall. Hört sich so an, als wärst du fast dankbar darüber, dass dir dieser Schicksal... Das war ziemlich das Beste, was man passiert ist in der letzten Zeit. Okay, das ist das. Und dass es ein Mittel gibt, also die Ernährung. Ne? Ja. Das ist, du hast ja auch schon öfters gehört, wenn sie Krebs oder so bekommen, die Leute, dann werden sie sich ändern durch das. Mhm. Sonst, das war eigentlich gar nicht das Wort, das haben wir gebraucht. Mhm. Das ist, okay. Hört sich zwar brutal an, aber das ist eigentlich, ja. Ja, wenn es die Realität ist, dann ist es ja. Okay. Die Geräte haben zeitweise gepiepst zwischendurch und ich habe den Thermomix auch schon zeitlich nachgestellt. Bist du noch in der Zeit von deinem... Also 9 Minuten braucht es noch. 9 Minuten fast. Okay. Also, es ist viel heißer als jetzt der Thermomix. Ja. Weil er eben keine Rührdings zwischen genau. hat. Also, es ist Dampfdruck. Ja. Also, das ist dicht und. Achso, du hast. Mir fällt das gerade auf. Du hast okay, Tomaten drin. Ja, mir fällt das gerade auf. Scheiße. Wir haben jetzt verquatscht. Ja, weil die Tomaten sind so schlimm. Trotzdem, ich habe ja Wasser reingetan, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank habe ich Wasser reingemacht. So. Und ich meine, ich habe ja noch 8 Minuten. Bis dahin sollte die Tomatensauce ja auch warm sein. Und die Kartoffeln sind auch durch. Die Kartoffeln, was sag ich denn? So. Das gebe ich jetzt mal drauf. Es ist maximal hier. Mhm. Also mehr dürfte nicht reingehen, aber es passt. Es passt. So, dann noch den Paprika? Der Paprika, das habe ich jetzt schon wieder reingemacht. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das Problem bei meinem ist jetzt ein bisschen zu flüssig geworden. Das mit dem Flüssig, das kann mir nicht passieren, weil ich ja... Heißt also vielleicht, dass der Thermomix eventuell von der Hitzeentwicklung ein bisschen stärker ist? Ja, also wenn die Kartoffeln durch sind, dann passt. So machen wir das auch. Das muss ich erst mal testen. Aber ich gehe jetzt mal schon davon aus, lang genug habe ich es ja gebracht, für das, dass sie so kleine Stücken sind. Ja, schon. Sie sind nicht so weich, aber auch nicht so wenig. So, das heißt, wir werden ungefähr gleichzeitig fertig. Ja. Also der Vorteil vom Thermomix ist halt, man braucht Zwiebeln nicht drin hocken. Ja. Das heißt, wenn man weint beim Zwiebelschneiden, dann hat man da wirklich seinen Vorteil. Ja. Außer man öffnet den oberen Deckel und atmet dann tief ein. Genau. Dann geht's ab.
Ja, durch das Rührwerk, da werden die Kartoffeln schon ein bisschen zerkleinert. Also, wir zeigen das dann mal in die Kamera. Genau. Das ist Cook for me, Thermomix. Okay. Dann probieren wir es mal. So. Da bin ich jetzt gespannt. Gucken. Ich finde, dass es schmeckt. Aber es ist ein bisschen fad, ne? Ja. Wahrscheinlich. Irgendwie. Das ist eben genau das, was. Ja. Was der Unterschied ist. Mir macht es jetzt nichts mehr aus, aber. Naja, also. Es schmeckt schon gut. Ja. Es schmeckt natürlich kartoffeliger, weil es ist ja kein Fleisch, was dann den Fleischgeschmack macht. Aber das jetzt als Gulasch zu bezeichnen. Das Coole ist, ist wirklich kein Witz. Ich hatte heute daheim Gulasch, also das normale Gulasch. Ja. Von dem her habe ich das noch wirklich im Kopf, wie das so, wie das schmeckt. Wenn du vielleicht noch eine Schüssel hast, dann würde ich mal von deinem probieren, ob es da irgendwie unter. Aber es ist ja eigentlich das gleiche Rezept. Ja, das ist, wenn du mit der Cook for me, wenn du irgendwas Scharfes machst, dann wird es extrem scharf durch den Dampf. Okay, also da. Es kann sein, dass das ein bisschen würzig ist. Also es schmeckt schon wirklich sehr gut, also es ist schon zu empfehlen. Auch für diejenigen, die... So, dann... Gut, so, dann probieren wir das. Und testen wir das mal. Wahrscheinlich schmeckt deins ganz anders. Stell dir das mal vor. Na, Kartoffeln hätten ein bisschen braucht man nicht. Deine sind weicher, aber vom Geschmack her finde ich es jetzt kein so großer Unterschied. Oder? Da schmeckt man die Tomaten ein bisschen besser raus. Für den Eindruck. Stimmt. Aber es ist halt ähnlich. Also, generell, dieses Grundfazit, was wir uns ja, die Frage, die wir uns gestellt haben, ob was schneller ist, da würde ich jetzt sagen, nein. Also nicht wirklich. Also da haben wir halt den Vorteil, man braucht nicht schneiden. Man könnte jetzt auch die Paprika mit durchlassen. Ja. Bei dem, der kann mit Dampf garen, also beim Cook for me. Und die Reinigung ist ein bisschen einfacher. Aber beim Thermomix, da tue ich immer ein Wasser rein, Spülmittel, 100 Grad, 4 Minuten oder so. Und dann ist das eigentlich auch. Also das ist jetzt vielleicht das Nächste, was spannend wäre. Ja gut, aber wie machen wir das jetzt am besten? Ja, das juckt bloß auch schmecken. Na, ist egal. Das ist gut. Ich denke mal, vom Abwasch wird es auch nicht so unterschiedlich sein, oder? Normal nicht. Also der ist eigentlich gleich, aber und der Thermomix, wie gesagt, mit dem Spülmittel rein und laufen lassen, ist immer das Messer sauber. Den Topf kann ich in den Kühlschrank tun. Das soll man bei dem nicht machen, wenn der Beschichtung. So, das war's schon wieder für dieses Video. Morgen gibt es den letzten Teil der Serie. Und bis dann.